Alter, ich werde so der brutale Gott. Ich würde einfach alles niedermetzeln. Hey Menschen der deutschsprachigen Gesellschaft und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar spielen wir auf Roblox, den Gott-Simulator. Nice. Und ja, mal schauen. Ich nehme mal eine Quest. Destroy one building. Okay, wir müssen jetzt. Ey, jetzt schleich dich mal. Ein Gebäude zerstören. Ein beliebiges. Und ich habe keinen Plan, was ich in meinem Leben mache. Können wir das zerstören? Lol. Ich habe eine Quest erledigt. Bekomme Geld. Nächste Quest. Getting you have one reward to claim from. Ich nehme die Kohle. This time one tree. Oh, lol. Warum muss ich Bäume zerstören? So, hier diesen Baum mal zerstören. Hallo. Der geht nicht kaputt. So, jetzt ist er kaputt. Geh mal wieder zurück. So, wieder. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Okay, wir sind jetzt Level 2, aber ich weiß nicht, was ich mache in meinem Leben. Das steht, dass mir irgendwas machen müssen. Destroy One Vechile. Keine Ahnung, was das für ein Dipshit ist, aber. Oh, das ist mein Auto zu zerstören. Vehikel. Okay. Nächste Quest. Noch mehr Damage. Ich habe keinen Bock für mehr Damage. Mal die Kuh da töten. Tot. Tot der Kuh. So, wieder Quest abgeben und nächste wieder bekommen. Misks. Misks. Was ist Misks? Sind das die fetten Dinge da? Wieder verkaufen. Alter. Immer wenn die Anzeige da voll ist, muss ich den Shit verkaufen. Lass mich in Ruhe. Ja, jetzt verpiss dich. Kann ich den umbringen? Wow! Ich habe ihn getötet. So, nochmal schnell den Trucker da umbringen. Haben wir jetzt umgebracht. Und die Quest wurde vollendet. Misks. Ich muss natürlich die Misks zwischen. Also ich kann mehrere Quests auf einmal nehmen. Das ist schon mal ein positiver Anfang. Jetzt geh weg. Ich brauche noch einen Tracker. Irgendwas ähnliches. Ja, Maul. Solche Spiele machen mich so aggressiv. Ich nehme jetzt einfach so viele Quests. Dann habe ich wenigstens meine Ruhe. So, machen wir noch einen Bauern die Kürbisse tot. Hallo, Kürbis bitte. Danke. So, was haben wir jetzt gemacht? Okay, Destroy NPCs. Aber warum soll ich die umbringen? Die haben mir gar nichts gemacht. So, einer ist tot. Jetzt nicht schon wieder voll. Das gibt's doch nicht. So, den auch noch. Dann brauchen wir noch einen. Und dann können wir wieder zurückgehen, weil die Leiste, die ist eh schon wieder am Eskalieren. Pegasus, komm mit mir, mein Freund. Oh, ich bugge mein Leben. Schau dir das an. So, jetzt brauche ich nur noch Damage ein bisschen. Dann können wir wieder zurückgehen. Ach Gott, nochmal Rapid Shot. Komm schon. Na komm schon. Sei nicht zu stamm. Oh mein Gott, wir sind schon lange Level 3, das fällt mir jetzt auf. So, get reward. Ich weiß nicht, was jetzt mein Ich hat. Destroy Tree, ja. Ich glaube, die sind ein bisschen angesoffen. So, wir machen einen Pfeil da. So kann nichts Böses passieren. Und zerstören einfach ein paar Bäume. Da noch. Und du hast es geschafft. Die Bäume sind tot. Great. You killed some. Destroy nochmal 4 NPCs. Gehen wir noch mal rein. Ja, get quest.
Mach nochmal 80 Damage. Und ich will nichts kaufen. Und destroy nochmal Trees. Hä? Das wiederholt sich doch alles wieder. Ich mach die Quests noch und dann gehen wir einfach weiter, denn ich glaube, da wird nicht mehr viel kommen. Ich gehe dann nach hinten in das Areal. Ah, da steht eh Combat Range 3 bis 4. Also man muss so um die 3, zwischen 3 und 4 sein. Komm, jetzt mach den mal tot. So, mach mal das Auto auch noch tot. Kann man das upgraden? Ah, da kann man es upgraden. Okay. Nein, das will ich nicht. Ich upgrade mal was. Pouches. Nö. Oh. Nee, das muss man mit Geld kaufen. Ja, warte mal. Ich verkauf's da hinten. Oder kann man es bei Pets? Nee, ja, man kann es bei Pets auch machen. Aber im Endeffekt bringt mir das jetzt nicht so viel. Ich verkaufe das mal da. So, ich habe jetzt mitgenommen, man braucht 1000 Coins, um in die nächste Welt zu kommen. Das finde ich scheiße. Also, wartet ihr einfach. Und wir können dann gleich in die nächste Welt. Also, ich mache noch ein paar Quests. Und ja, bis später. Juhu, wir sind in der nächsten Welt. Also, ganz weg von dem. Und anscheinend gibt es da... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man da wieder was zerstören. Und zwar jede Menge. Also, ich zerstöre gleich mal... Nee, kein Bock, dieses Haus zu zerstören. Oha, der ist Level 22. Da kann man schön leveln, aber was muss ich tun? Lass mal schauen. Schauen wir uns mal um, was hier so gibt und die Deutlichkeit meiner Lebenserwartung sinkt ständig. So, wir sind von hier gekommen. Sind gekommen, uns bleiben und wir gehen nicht mehr weg. Ich zerstöre mal die Campings da. Ihr seid unwürdig. Viel Spaß. Wenn ich auf Cell drücke, wo komme ich hin? Okay, da komme ich wieder zurück. Wahrscheinlich muss ich die Quests dann auch von hier annehmen. Okay, dann nehmen wir mal sehr viele Quests mit. Und gehen nach rüber. Zurück im neuen Areal. Und wir zerstören gleich mal ein paar Bäume. Hier musst du hinballern, nicht hier. Er soll weggehen. Dieser Schmoluch. Ich will hier in Ruhe meine Bäume fällen. Aber die nehmen mir alles weg, die kleinen Pisser. Nur weil sie 10 Level höher sind als ich. Muss halt auch noch leveln, was wollt ihr? Weggebämmt. Noch mehr Bäume umfällen. Das ist meine Aufgabe. Mein Lebensstil. Meine Bereicherung. Und fehlt mir noch eine Quest? Ja, NPCs muss ich noch umbringen. Ja, warte mal, lass mich noch ein paar NPCs umbringen. Alter, welches Level... Alter! Die NPCs umbringen. So, es ist schon mal einer tot. Alle, die zerstören komplett alles. Muss ich weggehen. Das Areal ist im Endeffekt für Menschen, die zwischen 3 und 7 sind. Also, wie für mich geschaffen. Aber wenn die Personen da immer mir nachrennen und meine NPCs wegböllern, dann ist es auch nicht mehr lustig. Geh weg! Alter, sonst bälle ich dich ab. So, der ist auch mal tot. Der nächste NPC und folgt zugleich. Alter, ich werde so der brutale Gott. Ich würde einfach alles niedermetzeln. Egal, ob Mitleid, ohne Mitleid, mit Mitleid. Die werden alle weggeböllert.
chill mal, wie viel muss ich noch töten? Ich glaube zwei. Einen. Einen müssen wir noch zerkloppen. Und da kommt das Blondinchen kommt da an die Reihe. Im Gegensatz zu den Menschen sind wir voll riesig. Man kann eigentlich zwischen vier Göttern wählen. Hades, Zeus, Athene und den anderen weiß ich nicht, wie der heißt, denn ich kenne keine griechischen Götter. Ich bin nicht Grieche. So. Hast du jetzt meine ganzen Quests mitgenommen hier? Alter, immer nur am Questen, das gibt's doch nicht. So Leute, das war's jetzt mit Roblox Gods. Hoffentlich hat's euch gefallen. Ich habe jetzt gefunden, dass man die Packs da auch kaufen kann, damit es größer wird und mehr solche Diamanten sammeln kann. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, wünsche ich um einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, um keine Folgen zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.